1780 beobachtete der Arzt und Naturforscher Luigi Galvani, wie die Muskeln in einem frisch sezierten Froschschenkel im Zusammenhang mit Elektrizität zu zucken begannen. Er vermutete, das Zucken wird von dem Froschkörper verursacht, der eine Art elektrisches Fluidum enthielte, und schloss daraus auf eine tierische Elektrizität. Der Physiker Alessandro Volta zweifelte daran. Er führte elektrische Experimente mit verschiedenen Metallen durch und stellte fest, die Metalle, mit denen Galvani die Froschschenkel berührte, erzeugen die Elektrizität. Indem Volta Kupferscheiben in säuregetauchten Karton und Zinkscheiben übereinander schichtete, erfand er die sogenannte Volta-Säule, die erste Batterie der Welt. Der Physiker Alessandro Volta zweifelte daran. Er führte elektrische Experimente mit verschiedenen Metallen durch und stellte fest, die Metalle, mit denen Galvani die Froschschenkel berührte, erzeugen die Elektrizität. Indem Volta Kupferscheiben in säuregetauchten Karton und Zinkscheiben übereinander schichtete, erfand er die sogenannte Volta-Säule, die erste Batterie der Welt.